Steht beim Nasdaq eine Korrektur bevor oder sogar ein richtiger ausgewachsener Börsencrash, wie es ja im Jahr 2022 blutrot bei Technologietiteln gewesen ist? Oder im Gegenteil, lohnt es sich jetzt immer noch bei bestimmten Technologietiteln zu investieren? Da schauen wir uns mal beispielhaft Microsoft, Apple und selbstverständlich Nvidia an, weil das Ergebnis bei der einen oder anderen Aktie wird dich wahrscheinlich sehr überraschen. Alles hier im Video. Mein Name ist Thorsten Tiet. Hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Und du wirst auch noch sehen, das werde ich auch noch zeigen, der Nasdaq 100 ist voller Qualitätsaktien. Das ist ein qualitativ sehr hochwertiger Index. An der Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Aber wirklich jetzt in diesem Video sehr spannende Inhalte, die du so woanders nicht sehen wirst. Das kann ich dir versprechen. So, wir gucken uns jetzt erstmal die Bewertung des Nasdaq an, weil die ist wichtig, um zu ermitteln, ob wir fundamental betrachtet wirklich bereits ein Crash-Niveau erreicht haben. Da gehen wir hier in die Indexprofile, Nasdaq 100. Und ich habe gesagt, der Nasdaq 100 steckt voller Qualitätsaktien. 69 von 100 Aktien aus dem Nasdaq 100 sind Qualitätsaktien. Das heißt, das sind Aktien, die man langfristig investieren kann, weil sie beim Qualitätsscore mindestens eine der drei idealtypischen Anlagestrategien mindestens einen Wert von 7 erreichen. Und du siehst hier übrigens auch über den gesamten Nasdaq 100 hinweg, er hat eine 7, also wirklich einen sehr guten Score für einen Index schon, beim Gewinnwachstum. Das heißt, ja, wir haben hier natürlich Unternehmen drin, hauptsächlich mit dynamisch steigenden Gewinnen, während hier er nur eine 3 hat bei Dividendenertrag, also für Investoren, die hohe Dividenden von Anfang an wollen, da ist der Nasdaq dann ungeeignet. Da müsste man dann eher in anderen Indizes oder direkt im Aktienfinder natürlich das Beste auf die Suche gehen. Gucken wir erstmal an, wie der Nasdaq in der jungen Vergangenheit performt hat. Ich hatte ja schon gesagt gehabt, blutrot war er. Und zwar, wir brauchen jetzt hier keinen Vergleich machen. Also wir machen die Vergleiche hier raus. Wir wollen nicht benchmarken. Wir wollen einfach mal schauen, vom Spätjahr 2022 dann hier bis Ende 2022, wie ist es denn da gelaufen? Und da hatten wir einen richtigen Abverkauf gehabt. Der heißt der Nasdaq 100 um 35% dann eingebrochen innerhalb rund eines Jahres. Und dann hat er wieder zugelegt, wenn wir wieder vom Tief ungefähr ausgehen bis heute, hat er wieder zugelegt um über 70%, 74% hier. Und wir sehen hier, wir sind jetzt ganz nah am Allzeithoch. Und wenn wir wissen wollen, ob wir hier wieder ein Crash-Niveau erreicht haben, dann reicht es ja nicht, die Aktienkurse sich einmal nur anzuschauen und sagen, oh ja, weil langfristig steigt da ja, das sehen wir ja hier wunderschön. Da müssen wir jetzt auch noch die Bewertung angucken, weil wie eine gute Aktie, so wächst auch der Index insgesamt da in seine Bewertung rein, weil ja die Unternehmen hier in Summe ihre Gewinne steigern und so es berechtigt ist, dass die Aktien, dass der Kurs des Nasdaq ja auch steigt. So, hier haben wir jetzt weiterhin oder erneut den Kursverlauf, aber hier haben wir auch die Bewertung drin. Tatsächlich anhand hier jetzt des KGVs, das nehmen wir mal, KCV, KUV könnte man auch machen, kommt man aber zum gleichen Ergebnis. Und was wir hier jetzt sehen, ist, der Nasdaq kurz vor dem Crash, den ich eben gezeigt hatte, war da auf dem Bewertungsniveau von so 34, 35. Da war er, so hoch war er bewertet. Und dann ist er richtig abgestürzt und war dann am Tief nur noch mit einem KGV in Anführungszeichen von ungefähr 22 bewertet. Das ist ungefähr die gleiche Bewertung, die wir hier hatten. Übrigens während des Corona-Crash, da waren es dann auch 22. Langfristig kann man sehen, dass das KGV mehr und mehr steigt. Das heißt, wenn ich jetzt noch weiter zurückgehe, sieht man hier, seit 2011 steigt es da. Hier war er auch schon mal relativ hoch bewertet. Aber er wird immer teurer und er war noch nie so teurer wie heute mit einem KGV von um die 37. Das heißt, rein fundamental betrachtet, aus der Bewertungssicht, ist der Nasdaq reif wenigstens für eine Korrektur, wenn nicht sogar für einen richtigen Crash. Könnte man annehmen jedenfalls. Man kriegt ein besseres Gefühl aber auch, wenn man sich einzelne Aktien dann anschaut. Und letztendlich interessierst du dich ja auch für Einzeltitel in erster Linie. Sonst würdest du das Video ja vermutlich nicht anschauen. Deshalb gucken wir uns jetzt einzelne Aktien an. Wir sind die Aktien hier aus dem Nasdaq 100. Das sind alle Aktien hier, alle Qualitätsaktien. Wenn ich hier den Schalter betätige, dann sind es wirklich alle Aktien. Lustig ist, dass hier
Also wir haben hier 70 Qualitätsaktien drin und die mit der hohen Marktkapitalisierung, das ist Gewicht nach Indexgewichtung, das ist dasselbe wie Marktkapitalisierung für die Sortierung, von der Sortierungsperspektive aus gesehen. Die großen Dickschiffe sind alles schon Qualitätsaktien. Das sind alles Qualitätsaktien, siehst du auch hier entsprechend den Qualitätsscore. Man muss dann schon weiter runtergehen, um zu sehen, um die Nicht-Qualitätsaktien quasi zu finden. So, und wir gucken uns jetzt Microsoft, Apple und Nvidia an. Wie hoch ist das Korrekturpotenzial? Ist es nur noch Korrekturpotenzial oder ist es vielleicht sogar Crashpotenzial? Das heißt, ist die Aktie über 20% zu hoch bewertet? Und dann, wie hoch ist das Renditepotenzial? Also es lohnt sich noch jetzt einzusteigen über einen Einmalkauf. So, Microsoft. Jetzt gehen wir also in den Aktienfinder rein und so. Da sind wir auch schon und gucken uns mal Microsoft an. Wir haben hier überall Qualitätsaktien. Wir machen jetzt keine Fundamentalanalyse. Wir beschränken uns jetzt mal da rein auf die Bewertung der Aktie. Ganz kurz mal in die Performance reingehen, weil das ist auch interessant. Das heißt, wie viel hat die Aktie verloren, als es da nach unten ging, so ungefähr Spitze, siehst du hier um die 36% Kursverluste. Und dann mal logarithmisch ging es nach unten und dann ist die Aktie wieder gestiegen hier vom Tief so ungefähr. Siehst du dann hier, hat sich dann der Aktienkurs mehr als verdoppelt, hier 112% hoch. Das können wir uns dann merken und dann nochmal vergleichen mit den anderen Aktien. Jetzt natürlich die Frage, ist die Aktie überbewertet? Gehen wir mal in die Multiples rein. Was du hier siehst, ist, die Aktie wird immer teurer. Langfristig wird sie immer teurer, sehen wir jetzt auf die letzten 10 Jahre. Wir haben hier dann ein KGV von um die 45 sogar gehabt. Wenn es so stark runterfällt, so runterbricht, dann hat es dann immer damit zu tun, dass dann quasi ein neues Geschäftsjahr beginnt und dass der Unternehmensgewinn sich stark ändert hat. Wenn es nach unten geht, dann ist der Unternehmensgewinn gestiegen. Das ist aber bei Microsoft in der Regel der Fall. Wir haben ja hier auch noch das KGV, das prognostizierte KGV, basierend auf den Schätzungen. Da sieht man auch schön, wie dynamisch sozusagen hier, wie dynamisch das KGV nach unten gehen soll. Das ist im Prinzip nur eine Frage der Zeit ist, bis die Aktie in den fairen Wert hinein wächst, beziehungsweise fairen Wert haben wir hier noch nicht. Wir müssen das sagen, in das wieder dann das aufs durchschnittliche KGV dann die Bewertung sinkt, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs. Jetzt gehen wir in den fairen Wert mal rein. Und bei all diesen Aktien, die wir jetzt machen, spielt es eigentlich keinen so großen Unterschied, ob wir den bereinigten und den bilanzierten Gewinn nehmen. Wir nehmen mal den bereinigten und wir blenden jetzt den fairen Wert ein. Und wir machen aber Folgendes. Wir nehmen hier nicht den 10-Jahres-Zeitraum, sondern den 3-Jahres-Zeitraum, um das durchschnittliche KGV zu bestimmen und dann daraus den fairen Wert zu berechnen. Das ist also schon eine etwas sportlichere Variante, halte ich aber für gerechtfertigt, weil ich nicht davon ausgehe, dass bei den Aktien, die wir uns jetzt anschauen, ich will erstens alle Aktien gleich behandeln, mal der Einfachkeit halber, und zweitens gehe ich bei diesen Aktien nicht davon aus, dass wir hier dann wieder KGVs erreichen werden, dass sie also wieder dauerhaft günstiger werden. Ne? Dass die dauerhaft dann wieder KGVs haben, hier von unter 20 beispielsweise bei Microsoft, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass sich dann an den letzten Jahren orientieren werden. Und wenn man die letzten 3 Jahre anschaut, haben wir einmal das Hoch, haben wir einmal den Crash quasi auch drin im KGV und dann jetzt wieder das Hoch. Das finde ich jetzt schon okay. Wenn du es anders siehst, kannst du es ja dann im Aktienfinder auch gerne anders durchspielen mit einem anderen Szenario, beziehungsweise mit einer anderen Bewertungszeit. Aber wir machen mal jetzt 3 Jahre. Und dann zoomen wir mal noch ein bisschen rein. Und was man jetzt hier schön sehen kann, das ist, dass die Aktie überbewertet ist momentan. Wir sind nah am Allzeithoch. Fairer Wert wäre jetzt hier irgendwo bei 360 Dollar. Aktie kostet 454 US-Dollar. Holen wir uns die Bewertungslinie mit rein. Gucken wir erstmal, wie hoch ist denn jetzt das Korrektur- oder vielleicht sogar Crash-Potenzial. Gucken wir mal auf den aktuellen Aktienkurs klicken. Und dann klicken wir mal hier zum fairen Wert ungefähr rein und dann sieht man hier minus 20%. Das heißt, die Aktie wäre sogar tendenziell, also Microsoft wäre tendenziell schon von der Überbewertung her, hätte sie schon einen Crash verdient. Insbesondere, wenn wir uns auch mal angucken, wie es in der Vergangenheit war, da als die Aktie hier ihr Allzeithoch erreicht hatte und es dann zur Korrektur kam, da ist die Aktie ja auch unter den fairen Wert gerutscht. Das heißt, es könnte dann durchaus auch sein, dass Microsoft hier, wenn es dann wirklich zum richtigen Abverkauf kommt, auch so durchrutscht und dass wir dann hier ein höhere Verluste haben von 25% beispielsweise.
Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, oh, jetzt muss ich vielleicht doch nochmal angucken, einen fairen Wert hier reinnehmen auf den bilanzierten Gewinn, weil der wird mehr geschätzt, sieht man hier. 19 Schätzungen, hier nur noch 3 beim bereinigten Gewinn. Macht aber keinen großen Unterschied, siehst du. Abgesehen, ein bisschen Unterschied macht es schon. Hier wäre dann das Korrekturpotenzial bei 15% und hier beim bereinigten Gewinn passieren wären es bei 20%. Wir nehmen hier also den bilanzierten Gewinn, weil er besser geschätzt wird. So, und dann das Renditepotenzial gucken wir uns mal an. Und das Renditepotenzial wäre dann hier bis 2026 bei jährlich bis zum, eine Anlage dauert bis, also über 2 Jahre, krummes Geschäftsjahr, bis mehr 2026 bei jährlich 6,3%. Das ist jetzt also nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, das ist aber sehr hoch beim bereinigten Gewinn. Das ist sogar noch leicht minimal weniger. Dann wären es dann hier 5,5%. Ist also jetzt nicht unbedingt interessant. Das heißt, bei Microsoft würde es Sinn machen, hier mal auf Rücksetzer wenigstens zu warten hier, weil schon, wenn man bei 390 beispielsweise einsteigt und dann guckt, wie hoch dann das Renditepotenzial ist, dann wäre das hier jährlich für Anlagedauer über 2 Jahre schon bei 15% oder deutlich höher. Also Microsoft, wenn wir jetzt vom bilanzierten Gewinn ausgehen, hätte dann Korrekturpotenzial von 15%, beim bereinigten Gewinn wären es sogar 20%. Macht jetzt im Prinzip den Bock auch nicht fett, die Differenz. Und beide faire Werte sagen im Prinzip, dass es jetzt ein Einstieg, jetzt ein Einmalkauf, jetzt nicht lohnen würde, wirklich. So, gucken wir uns mal die nächste Aktie an und das wäre der Apfel. Gehen wir hier also auf Apple. Und bei Apple gucken wir uns mal an, wie die Aktie performt hat, als es nach unten ging. Wie viel hatten die so maximal verloren? 28%, also weniger als Microsoft. Und wie viel hat die dann zugelegt vom Tief, so ungefähr? Na, jetzt habe ich es nicht ganz erwischt. Und so, hat er dann zugelegt hier 83%. Und sie ist weniger volatil als Microsoft, offensichtlich. Hat weniger verloren, hat aber auch weniger gewonnen. Gucken wir uns mal die Multiples an. Und da sieht man, wie bei Microsoft so eine KGV-Expansion, also sie ist immer teurer geworden, hat momentan KGV hier von 33, also ist günstiger als Microsoft. Man sieht aber auch hier, dass das Gewinnwachstum viel weniger dynamisch ist als bei Microsoft. Das heißt, die Überbewertung, also das hohe Multiple, geht deutlich langsamer zurück als bei Microsoft. Und so wollen wir uns jetzt mal hier den bilanzierten Gewinn angucken. Ja, lustig. Also die Analysten schätzen dann hier, dass der Gewinn wieder rückläufig sein soll in ferner Zukunft hier bei Apple. Da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Aber bis hierhin werden wir wahrscheinlich gehen bei der Bewertung. Müssen wir mal schauen. Und wir nehmen das wieder bei der Bewertung, wo die meisten Analysten schätzen. So, und dann gehen wir jetzt auch schon hin. Jetzt sind wir schon bei der Bewertung. Haben wir hier noch, wie viele Analystenschätzungen? 23 und hier beim bereinigten Gewinn sind es wie viel? Sind 6, also wir nehmen auch hier den bilanzierten Gewinn. Und also massive Überbewertung, aber wir haben ja noch nicht den Bewertungszeitraum geändert. So, jetzt ist es schon kleiner geworden, aber sie ist immer noch recht deutlich, würde ich sagen. Wir haben hier beim Crash, sind wir auch wie bei Microsoft mal unter die faire, unter, nein, hier beim Crash auch noch über den fairen Wert. Dann gab es hier bei Apple nochmal einen Abverkauf, hat dann die Aktie nochmal unter den fairen Wert gedrückt und Apple hat jetzt gerade nur in den letzten Monaten außerordentlich gut performt, mit hier Kursgewinnen von ja, so um die 36% tatsächlich. Hat jetzt dazu geführt, dass die Aktie heillos überbewertet scheint oder massiv überbewertet scheint, hier 20, 21%, also bereits quasi Crash-Potenzial hat. Und ich hatte es ja schon gesagt, weil die Aktie bzw. der Aktienkurs etwas weniger dynamisch steigt, ist es auch so, dass dieser faire Wert weniger stark steigt, bzw. die Übergewichtung nicht so stark schnell abgebaut wird. Und dann hätten wir eine Renditeerwartung jährlich von minus 0,5%. Dividenden sind schon drin, über die nächsten gut 2 Jahre und in Summe quasi eine rote Null. Das heißt, bei Apple würde es sich nicht lohnen, laut dieser Fundamentalanalyse heute einzusteigen. So, was bleibt übrig? Die Nummer 3, Nvidia. Und das ist natürlich interessant. Nvidia, da arbeiten ja fast nur noch Millionäre, nur noch Aktienmillionäre, dank dieser Stock Options oder Aktienoptionen. Gucken wir uns mal die Performance an. Wie stark ging es da bergab? 2021 bis hier ungefähr zum Tief. Da kannst du sehen, hier hat die Aktie 65% verloren, also extrem viel im Vergleich zu den anderen Titeln. Und jetzt hat die Aktie dann seit dem Tief
dann zugelegt hier um über 1000%. Also da ist ein richtiger Ten-Bagger draus geworden innerhalb kürzesten Zeitraums. Also mit Abstand hier das volatilste Geschoss von den dreien. Und da ist natürlich dann die berechtigte Frage, ob wir jetzt wieder kurz vorm Abverkauf stehen. Die Multiples, wenn man die anschaut, da ist es ein bisschen anders als bei Apple und bei Microsoft. Man sieht, es gibt hier immer wieder diese Einbrüche beim KGV, was halt damit zu tun hat, dass wir dann neues Geschäftsjahr haben mit einem neuen Gewinn pro Geschäftsjahr. Und es geht ja immer wieder hier stark nach unten. Meistens geht es stark nach unten. Das heißt, da heißt dann der Gewinn stark gestiegen, insbesondere hier extrem stark. Dann von Anfang 2023, da ging es dann richtig nach unten. Und es hat natürlich da, also extrem, es hat natürlich da, müssen Sie mich einfach mal zeigen für das Verständnis. Es war jetzt wieder der bereinigte Gewinn. Ja, macht also fast keinen Unterschied, irgendwann mal zusammen mit den Zierten kurz. Also, da hätten wir nämlich hier von 2023 auf 2024 hat sich der Gewinn boah, ungefähr versiebenfacht von 17 Cent auf 1,19 US-Dollar und im Jahr vorher, also eingebrochen von 38 Cent auf 17 Cent und hat sich mehr als halbiert. Das hat natürlich dann massive Auswirkungen jeweils dann auf diesen KGV-Umbruch von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr. Und jetzt sieht man hier, wie massiv die Unternehmensgewinne steigen, sondern noch keine Fundamentalanalyse. Nein, ich halte mich zurück. So, das wäre also so viel zu den Multiples. Und man sieht ja ähnlich, man sieht hier, das muss man auch noch zeigen, wie der Gewinn ist ja so stark dann explodiert, also fast versiebenfacht, wenn ich es richtig geschätzt habe, dass dann das KGV auf hier 16 ungefähr gesunken ist. Das heißt, das die Aktie war dann plötzlich kurzfristig so günstig wie in den Jahren vorher kaum zuvor. Wie so, ja, also ihr seht es ja hier, wie günstig die Aktie war. Die war so günstig wie ja zuletzt 2016 gewesen, vor kurzem noch. Und jetzt ist die Aktie wieder bei einem KGV angekommen von um die 70. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn die Unternehmensgewinne weiter so stark steigen, dann wird es wieder zu einem massiven Einbruch beim KGV kommen, sodass dann die Aktie wieder recht günstig bewertet scheint. Und ob das jetzt immer so weitergeht oder nicht, gucken wir uns jetzt gleich mal die Schätzung an, beziehungsweise hier haben wir sie ja schon. Hier sieht man, wie dynamisch stark dann das KGV wieder nach unten gedrückt wird hier. Spätjahr 2026 sollte das KGV dann bei 30 sein. Das heißt aber auch, wenn es nicht positive Überraschungen gibt, dann werden wir hier so ein KGV wie hier nicht mehr sehen. Also damit wer so ein KGV kriegen, müsste also Nvidia wieder positiv überraschen und die Analystenschätzungen deutlich schlagen. Gucken wir uns mal den fairen Wert an, beruhend auf was? Bereinigter, bilanzierter Gewinn. Hier haben wir 29, 16. Ja, dann nehme ich meinen bereinigten Gewinn, weil der wird jetzt mehr geschätzt. Macht aber, hier seht ihr, macht einen kleinen Unterschied, aber jetzt wir nehmen eher auch die konservativere Variante. Am bilanzierten Gewinn würde die Aktie noch einen etwas höheren fairen Wert nach hinten rauskriegen. Wir nehmen auch hier den Zeitraum von 3 Jahren, passen wir jetzt an, dann sieht es so aus, und dann haben wir den quasi noch nach oben angepasst. Den fairen Wert, wie bei anderen Aktien auch. Zoomen wir mal ein bisschen rein. So, was man jetzt hier erstmal sieht, das ist ein massives Kurspotenzial. Das fällt einfach direkt ins Auge, ohne dass man es macht. Wir gucken aber erstmal, wie hoch ist das Korrekturpotenzial. Und das liegt hier bei um die 17%. Also irgendwas in der Größenordnung auch von Apple und Microsoft. Die kommen alle ungefähr aufs gleiche Korrekturpotenzial, interessanterweise. Und das Renditepotenzial hier ist massiv. Also wir haben hier noch. Hier haben wir gerade 54 Analystenschätzungen. Wahnsinn. Sind alles Analystenschätzungen innerhalb der letzten 3 Monate. Sind alles aktuelle Analystenschätzungen. Wir können jetzt mal hier bis ganz nach hinten gehen, was auch noch ein bisschen konservativ ist. Also man sieht, dass sich hier der faire Wert etwas senkt, weil der Gewinneinstieg da hier etwas weniger dynamisch laufen soll. Und dann senken wir damit so ein bisschen die Renditeerwartung pro Jahr. So, die dann hier lege bei 22%. Über 1, 2, gut 2,5 Jahre. Also mit Abstand die höchste Renditeerwartung, deutlich höher auch als bei Microsoft. Und hier macht es aber bestimmt auch noch Sinn, den Prognosekorridor mal einzublenden, weil der zeigt jetzt auch noch, wie hoch die Unsicherheit ist bei den Schätzungen. Ihr seht, das ist massiv. Da oben, das ist die optimistischste Schätzung, da unten ist die pessimistischste Schätzung. Und anhand der pessimistischen Schätzung, also ich weiß nicht, das erscheint mir jetzt ein bisschen unrealistisch, dass der Gewinn einbricht. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt,
Wenn man das so sieht, dann sollte man sowieso nicht in die Aktie investieren, denke ich, also nicht kaufen. Nehmen wir hier mal die pessimistischste Schätzung. Hier hat jemand irgendwie den Schweinezyklus prognostiziert. Pessimistische Schätzung für Anfang 2026, das wäre dann Renditepotenzial von 8,5% jährlich. Und wenn wir einfach mal hier zum Beispiel die goldene Mitte nehmen, sondern mal Motto, ich korrigiere mal ein bisschen nach unten, nehme hier die goldene Mitte zwischen der negativen Schätzung und der Konsensschätzung, dann hätten wir eine Renditeerwartung von 18% jährlich, was ja auch noch interessant wäre. Das heißt, mit anderen Worten, wenn wir das rein fundamental so betrachten, dann ist Nvidia die Aktie, die am interessantesten ist, wo es in Anführungszeichen am meisten zu holen gibt, während das Rückschlagspotenzial von Nvidia nicht deutlich höher ist und nicht groß unterschiedlich ist zu dem von Apple und Microsoft. Das heißt, aus dieser Perspektive hat Nvidia mit Abstand das beste Risiko-Rendite-Verhältnis. Das ist interessant, ne? Wer hätte das gedacht? Genau, und jetzt gibt es natürlich noch andere Aktien hier, wie Broadcom, Amazon, Meta, Tesla, Alphabet. Und da würde ich jetzt vorschlagen, damit das Video nicht zu lang wird, ich kann das gerne mal im nächsten Video machen. Wir können gerne ein Folgevideo machen, wo wir uns auch den Nasdaq nochmal angucken und einfach die Aktien von hier mal noch anschauen, die interessant sind. Netflix wäre jetzt vielleicht wahrscheinlich auch noch interessant, für mich jedenfalls persönlich, habe ich auch im Depot unter anderem. Oder ihr macht es einfach selber. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Im Aktienfinder könnt ihr es relativ schnell rausfinden, wie hoch ist das Rückschlagspotenzial und wie hoch ist das Renditepotenzial. So, schreibt mir gerne Kommentare rein, ob ihr den zweiten Teil wollt oder was ihr sonst so zu sagen habt, wie ihr das seht. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.